Das aufregendste Abenteuer deines Lebens. Zyklopen und Zentauren warten auf dich. Engel werden deine Mentoren in der Welt der Wunder sein. Nimm die Energie. Werde eine Quelle des Lichts. Rette den Planeten. Erfahre die Geheimnisse der grünen Männchen und des Lebens auf anderen Planeten. Wie die Götter dein Schicksal bestimmen und ob es geändert werden kann. Alle Geheimnisse der Menschheit, des Lebens und des Todes. Engel und Geister in dem animierten Meisterwerk Zwischen den Welten, die Abenteuer der Seele. Jan und seine Freundinnen saßen am Meer und starrten verzaubert auf die riesigen Wellen der Brandung. Das Meer war ein gigantisches Lebewesen, das all seine Bewohner fühlte und sogar Jan und seine Freundinnen begrüßte, die seine Größe betrachteten. Es war lebendig, wie alles um es herum. Wolken, Wind, Licht, alles war mit Leben erfüllt, was die Menschen auf der Erde nicht bemerkten, da sie durch ihre engen Vorstellungen von der Welt sehr begrenzt sind. Plötzlich hörten sie hinter sich ein Geräusch. Als sie sich umdrehten, sahen sie, dass auf der Lichtung ein neuer Baum erschienen war. Sie erkannten, dass er sich von einem anderen Wald hierher bewegt hatte. Er begann lebhaft mit den anderen Bäumen zu kommunizieren, die hier wuchsen und die leicht tanzend den neuen Bewohner begrüßten. Hier, im Gegensatz zur Erde, konnten Bäume und andere Pflanzen sich nach eigenem Willen bewegen und sogar gehen. Auf der Erde konnte sich nur die Seele des Baumes bewegen. Sein Körper blieb an Ort und Stelle. Plötzlich erschien Layla neben den Freunden. Sie sah aufgeregt aus. Woher kommst du? Stellt euch vor, ich war gerade an einem erstaunlichen Ort, wo das Leben nicht so abläuft wie bei uns. Unsere Welt haben wir nach dem Vorbild der Erde geschaffen, aber dort gibt es nichts, was dem ähnelt, was es hier gibt. Lasst uns fliegen und es anschauen. Und sie, sofort auf Layla eingestimmt, teleportierten sich dorthin, woher sie kam. In einem absolut schwarzen, bodenlosen Raum leuchteten goldene, helle Punkte um sie herum in verschiedenen Winkeln. Ähnlich wie bei einem Feuerwerk. Voluminöse, farbige Ornamente erschienen. Sie flossen und schimmerten wie in einem Kaleidoskop, änderten Farben, Formen und Tiefen im Raum. Gleichzeitig ergoss sich ein erstaunlicher Klang, der sich veränderte und die Tonhöhe wechselte. Er bestand gleichermaßen aus vielen Tönen, Klängen, Melodien. Dieser Klang wurde von allen leuchtenden Punkten erzeugt. Es war ihre Art der gemeinsamen Kommunikation. Jeder Punkt webte seinen Ton, seinen Klang in die gemeinsame Harmonie. Im Raum sah dieser Klang aus wie eine kriechende Schlange aus bunten Edelsteinen, von denen jeder einen Lichtstrahl in den Raum ausstrahlte. Das Schauspiel war faszinierend. Die leuchtenden Punkte waren Lebewesen und sie bemerkten das Erscheinen der Gäste in ihrer Welt. Sofort erschienen aus den Punkten skurrile Gesichter, die die Ankömmlinge betrachteten. Eines davon kam ihnen näher. Ich bin El. Ich begrüße euch in unserer Welt. Die anderen begrüßten ihn auch. Wie interessant. Ihr habt also auch Gesichter wie wir. Und ich dachte, dass es bei euch nichts Ähnliches wie uns gibt. Diese Gesichter haben wir nur für die Kommunikation mit euch erschaffen, damit es euch leichter fällt, uns wahrzunehmen. Ansonsten sind für uns die Ornamente, die ihr gesehen habt, unsere Gesichter. Sie spiegeln unsere Individualität wider. Was für eine ungewöhnliche Welt ihr doch habt! Gott hat unendlich viele solcher Welten in der subtilen Ebene erschaffen, wo keine der anderen gleicht. Aber ihr Hauptunterschied liegt in den Ebenen. Manche sind näher an Gott, klüger, subtiler und seliger. Andere sind entfernter und dort gibt es mehr Dunkelheit. Nun,
Die physische Welt, in der ihr wart, ist die gröbste und am weitesten von Gott entfernte Welt, wo alles das Gegenteil von dem ist, wie die höheren Welten strukturiert sind. Anstelle von Allwissenheit gibt es Unwissenheit. Anstelle von Glückseligkeit gibt es Leiden. Anstelle von Einheit gibt es Uneinigkeit. Ich war einmal dort, und es kam mir vor, als wäre ich in der Hölle gelandet. Aber auch das muss es für die Vielfalt des Absoluten geben. Die Struktur des Universums spiegelt das alte Symbol, der Davidstern, wider. Das Dreieck mit der Spitze nach oben symbolisiert die physische Welt, in der alles ähnlich dieser Pyramide strukturiert ist, deren Basis das repräsentiert, was es in dieser Welt am meisten gibt. Leiden, Krankheiten, Unwissenheit und stumpfes mechanisches Dasein von Menschen, Maschinen. Je näher man der Spitze kommt, desto seltener und weniger zahlreich werden diese Phänomene. Die Spitze symbolisiert Weisheit, Liebe, Gnade, Reichtum, Kraft, Ruhm und Glück, von dem es in dieser Welt wenig gibt. Und das nur einer sehr begrenzten Anzahl von Menschen vorbehalten ist. Im Gegensatz dazu steht das Dreieck mit der Spitze nach unten, das die göttliche Welt symbolisiert. Die untere Spitze des Dreiecks repräsentiert die physische Welt mit ihren Gesetzen, die sehr klein ist und einem Punkt in Gottes Schöpfung ähnelt. Darüber liegen die subtilen Ebenen, die zahlreiche und im Vergleich zur physischen Welt riesig sind. Je subtiler die Ebene, desto näher ist sie Gott, der durch die obere Fläche des Dreiecks symbolisiert wird. Desto größer ist sie, desto mehr Weisheit, Glück, Seligkeit, Liebe, Harmonie und so weiter gibt es. Man sollte das nicht vergessen und nach den höheren Ebenen streben, wo Glück möglich ist, anstatt sich hier auf der Erde in den physischen Welten zu vergraben. Und dann sahen die Freunde ein seltsames Phänomen. Durch die Welt der leuchtenden Punkte flog ein Pilz mit einem Gesicht auf dem Hut und trug in seinen Wurzeln einen Menschen, wie ein Geier seine Beute trägt. Der Mensch sah aus wie ein Schlafwandler, blickte mit wahnsinnigen Augen umher und breitete seine Arme aus wie ein Flugzeug. Was ist das? Die Freunde erkannten, dass es sich um einen Drogenabhängigen handelt, der vom Geist psychoaktiver Pilze durch verschiedene Welten getragen wird. Sind Träume und Traumpflanzen der einzige Weg für Menschen, durch die subtile Ebene zu reisen? Nein, es gibt auch Schamanen bei euch. Wenn jemand kein Schamane ist, ist seine Reise unvorhersehbar. Man weiß nicht, was er träumen wird, wohin ihn die Pflanze trägt, ins Paradies oder in die Hölle. Denn um auf der subtilen Ebene zu reisen, muss die logische Wahrnehmung ausgeschaltet werden, was zur Interaktion in der Gesellschaft beiträgt, aber gleichzeitig eine Fessel für den Menschen darstellt, die ihm Scheuklappen auferlegt und ihn daran hindert, alles zu sehen, was über den Rahmen des Modells der Welt hinausgeht, das ihm bei der Ausbildung eingeflößt wurde. Ein Schamane stimmt sich im Voraus auf das ein, was er sehen will, und behält seine Absicht während des Eintritts in die Trance bei. Dann tragen ihn die Geister dorthin, wo es nötig ist. Ein gewöhnlicher Mensch kann sich jedoch nicht auf seine Aufgabe konzentrieren, keine Einstellung schaffen. Und es kann ihm alles Mögliche passieren. Er will fliegen und springt aus dem Fenster, weil er denkt, er sei ein Vogel.
Jan erinnerte sich, was ihm passiert war, als er nach Amsterdam fuhr und lachte. Die Freunde und die Punkte sahen auch, woran er sich erinnerte. Er kam mit einem Freund am Amsterdamer Flughafen an und war überrascht, dort eine Menge verlorener Menschen zu sehen, die offensichtlich unter Drogen standen. Einer kam zu ihnen. Er fragte, wie man zum Check-in kommt. Jan erklärte es ihm, aber er fragte, als hätte er alles vergessen. Immer wieder dasselbe. Das wiederholte sich dreimal. Schließlich fragte Jan ihn, »Wo ist dein Ticket und dein Pass?« Er konnte nichts darauf antworten. Jan sah das Ende des Tickets in seiner Brusttasche. Dort war auch sein Pass. Er musste ihn zum Check-in bringen und alles für ihn erledigen. Die Angestellten waren daran gewöhnt und niemand wunderte sich darüber. Dann gingen sie, um Pilze zu finden, und sahen, dass Polizisten einen Joint rauchten. Sie gingen zu ihnen. Einer von Jans Freunden sprach die Sprache und fragte, wo man Drogen kaufen kann. Der Polizist begann es zu erklären. Dann kam ein Auto mit Vorgesetzten an. Die Polizisten versuchten, sich nicht anmerken zu lassen, dass sie high waren, und stellten sich stramm hin. Aus dem Fenster lehnte sich das verrückte Gesicht des Chefs, der offensichtlich unter dem Einfluss von etwas Schwerem, wie LSD, stand und machte eine Reihe unverständlicher Geräusche. Danach fuhr der Chef weiter. Jan und sein Freund hielten sich kaum zurück, nicht über die Absurdität der Szene zu lachen. Aber nachdem sie sich mit Pilzen vollgestopft hatten, gerieten sie in eine ähnliche Situation. Sie verstanden nicht, wo sie sich befanden und warum sie dort waren. Sie wanderten ziellos durch die Stadt und erlebten Halluzinationen. Die Stadt und die Menschen schienen aus Plastik zu sein. Alles floss und schillerte in verschiedenen Farben. Alles schien lebendig. Die Welt wurde zu einem Ganzen. Und sie sprachen mit Bäumen und Häusern. Der Körper schien ein Klumpen Energie zu sein. Und die Gedanken kamen und gingen wie Wolken aus dem Kopf. Plötzlich fühlte er, dass er in Wirklichkeit nicht Jan war, sondern Gott, der das Leben einer seltsamen Kreatur beobachtete, die sich Jan nannte. Irgendwie kamen sie am Morgen aus diesem Zustand heraus und beschlossen, bis sie ins Flugzeug stiegen, keine Pilze mehr zu konsumieren, sonst würden sie nicht abfliegen. Unklar, wie sie aus dem Flugzeug ausstiegen. Weißt du, wohin? Er sagte ja, sie stiegen in ein Taxi. Auf die Frage, wohin sie fahren sollten, antwortete der Freund, zu Johann. Jan erinnerte sich kaum an den Namen des Stadtteils, in dem dieser lebte, aber er konnte ihn nennen. Jan wusste nicht, wie er den Taxifahrer bezahlen sollte, da er nicht verstand, was Geld ist. Jan zog etwas aus seiner Geldbörse und gab es ihm, um zu bezahlen. In ihrem Mikroviertel verirrten sich Jan und sein Freund, da sie nichts erkannten. Und erst als die Pilze nachließen, konnten sie verstehen, wo sie waren und nach Hause gehen, was ganz in der Nähe war. Während sie durch die bekannte Nachbarschaft wanderten, konnten sie sie nicht erkennen. Jan dachte, er sei in eine Art mysteriöse Welt voller seltsamer Kreaturen geraten. Und die Straße erschien ihm wie ein Fluss, auf dem bunte Fische schwammen. Ja, das kann zu nichts Gutem führen. Die alten auf eurer Erde betrachteten Traumpflanzen als heilig und konsumierten sie an besonderen Tagen mit einem Ritual, das von Priestern geleitet wurde. Dieses Ritual förderte die richtige Einstellung und dann half der Geist der Pflanze, das notwendige Wissen zu erlangen, ein wichtiges Problem zu lösen und übernatürliche Fähigkeiten zu entfalten. Ein Schamane macht das auch ohne das, indem er in einen Trancezustand eintritt, in dem die Geister ihm helfen, in die richtige Welt zu gelangen und eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Nachdem sie die Welt der leuchtenden Punkte bewundert und mit ihren Bewohnern kommuniziert hatten, kehrten die Freunde zurück. Der Zeichentrickfilm basiert auf dem Buch Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele. Lies Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele auf der Website amazon1.org/books. Weitere interessante Praktiken, spirituelles Wissen und Geschenke erhältst du auf den Websites unserer Partner. Details findest du in der Beschreibung.